war das, Gecko? Ah, du meinst, es ist höchste Zeit, ein Held zu sein. Aber nur in deinen Träumen, einfältige Eidechse! Stellt euch nur all die fiesen Sachen vor, die ich mit diesen Stimmen anstellen kann. Und die Schuld gibt man dann den Pyjama-Plagegeistern. Das ist ja noch genialer, als ich dachte. Warum stoppt das Teil? Vielleicht stimmt irgendwas mit dem Motor nicht. Was war das? Mein Stimmenkasten! Pass doch auf, ihr stummen Stinker! Er wäre fast kaputt gegangen! Du kannst nicht gewinnen, Romeo! Flatternde Federn, du klingst ja wie ich! Und ich höre mich nicht nach mir an! Nein, du klingst so wie ich! Bei meinen Katzenschnurrhaaren! Und ich klinge wie Gecko! Das ist noch viel besser! Ihr seid so lächerlich! Ich bin hinter dir! Eigentlich bin ich hier! Nein, hier bin ich! Wow, hört auf! Hier drüben! Ich was? Bin hier! Hier bin ich! Welche Knöpfe muss ich drücken? Ich klinge wieder wie ich, nicht wie du. Hey, was war so schlecht an seiner Stimme? Ich habe meine auch wieder! Meine Stimme ist auch zurück! Ja! Funkeblitz durchleuchtet die Stadt. Es gibt keinen Zweifel, dass sie den Bösewicht aufspürt. Und er hat keine Chance gegen ihren Blitzflip. Kick und zack! Ich hab's endlich geschafft! Ja! Nein! Ich hab ihn nicht gesehen. Ich sollte doch warnen. Roboter! 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 Da kann der Gecko... Gecko, super Katzentempo! Hat der böse Riesenroboter das kleine Kätzchen etwa ausgebremst? Jetzt fessle sie! Keine Sorge, mein Blitzflip rettet euch! Aber das ist doch kein echter Superhelden-Move, der ist aus einem Comic! Funkeblitz, Kick und Zack! Schuhschuh, Eulett! Und jetzt entsorge ich dich in der Recyclingtonne, Roboter! Nein, lass mich los! Oh nein, dieser nutzlose Blitzflip! Eulett, alles okay? Ja, aber es tut mir leid. Warum wollte ich nur Funkelblitz sein? Ich bin Eulett. Jetzt kann sich Romeo die wertvollsten Bücher der Stadt krallen. Hab sie schon. Und bald werden sie voll mit Bildern von mir sein. Schnell, folge ihnen. Wir kommen mit dem Katzenflitzer nach. Okay, und dieses Mal benutze ich meine Eulenkräfte. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Wofür braucht sie denn ihr Funkelblitzbuch? Eulenaugen. Okay, ein kleines Vögelchen zwitschert mir, dass du hier bist. Und alle, die versuchen, sie sauber zu machen, werden mit Klebspritz-Sahneplatschern angespritzt. Das habt ihr davon, weil ihr meine Party stört. Wenn alle festkleben, kann niemand zu Geckos Geburtstagsparty kommen. Tut mir leid, Gecko. Alles meine Schuld. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, aber jetzt habe ich eine Idee. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Zeit, meine Kerze auszublasen. Was ist das für ein Lärm? Denk dran, wer zuerst denn ist, gewinnt. Gewonnen! Was machen diese Pyjama-Blödis? Hä? Moment, ist das irgendeine Art Partyspiel? Na los, noch eine Runde. Ich bin im Gecko-Mobil, also hab ich gewonnen. Was?
Oh, oh, oh. Oh, danke, Catboy. Hört auf zu lachen, Angelinos, das ist nicht lustig. Los, kommt zurück, ihr Partypupser. Selbstreinigung. Ohne die Funktion hätte er die Torte im Gecko-Mobil nie explodieren lassen. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Ja! Ja! Das ist wirklich eine tolle Party, Greg. Dankeschön. Hä? Meister Fangluftballons? Ich dachte, du magst lieber Eidechsen-Sachen. Das stimmt, aber die sind für dich. Wow, danke, Greg. Die hebe ich für meinen Geburtstag auf. Ich gebe eine Meister-Feng-Party. Habe ich das schon erzählt? Mit Meister-Feng-Deko und einer Meister-Feng-Torte und Meister-Feng-Spielen. Oh, oh, und Meister-Feng-Musik. Und... Ninja. Hey! Aha, der kleinste Pyjama-Plagegeist. Du darfst den Schulbus nicht klauen, Nacht-Ninja. Wie sollen die Kinder denn nach Hause kommen? Wen interessiert das? Ihr Pyjama-Helden schnappt mich immer mit euren fiesen Fahrzeugen. Aber jetzt habe ich mein eigenes. Und es wird das schnellste, coolste und stärkste Fahrzeug überhaupt. So schnell wie das Gecko-Mobil wird es nie sein. Oh, es ist viel besser als das schleimige grüne Ding, in dem du dauernd rumschlängelst. Niemals. Kann es denn an einer Wand kleben bleiben? Tarnung aus. Wahrscheinlich nicht. Aber an Wänden zu kleben ist doch doof. Vor allem, wenn es mit Klebeklatschern festgeklebt worden ist. Du mieser Ninja! Ninjalinos, nur ich darf böse lachen. Siehst du, Eidechsenfuß? Du und dein popliges Gecko-Mobil, ihr könnt mich nicht aufhalten. Gecko! Alles okay? Warum bist du einfach ganz allein abgehauen? Wenn du in Schwierigkeiten bist, können wir dich nicht beschützen. Ich brauche keine Beschützer. Ich bin selbst groß und stark genug. Hey! Super Gecko-Muskeln! Gecko, warte! Was treibst du da, Nacht-Ninja? Den Schulbus nur zu klauen genügt dir wohl nicht. Nein. Ich habe immer was zu essen im Eulengleiter. Und zwar dein Lieblingsobst. Einen reifen Pfirsich. Es gibt nichts Besseres als Pfirsiche. Moment, hier ist was Besseres. Ich habe auch noch etwas für dich. Wirklich? Was ist es? Ups, ich habe den Fußabdruck bekleckert. Aber zum Glück nicht die Karten. Keine Sorge, wir finden den Schurken mit einer anderen Methode. Ja klar, wir sehen uns mit dem Eulengleiter in der Gegend um. Cool, sind da noch mehr Leckereien drin? Katzenohren. La 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 la. Klingt, als singt da jemand in ein Mikrofon. Super Katzensprung. Super Eulenflügel. Super Gecko-Griff. Singt nun matt in jeden Ton ins goldene Glänze Mikrofon. La 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 la. Kakanda Gecko, Luna Girl hat das goldene Mikrofon für ihr eigenes Konzert geklaut. Damit ihre Motten mit ihr singen können. Aber ich hole es zurück. Und wenn einer von euch beiden mir dabei besonders hilft, weiß ich vielleicht, wem ich die zweite Karte geben soll. Ich komme mit dir. Dafür ist der beste Freund doch da. Hä? Super Gecko-Tarnung. La 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 la.
hören. Ich bin hier der Schurke. Wir machen die Super-Schurken-Aktion auf meine Art. Ich weiß, dass der Plan nicht funktioniert hat, aber der nächste klappt. Ich bin noch nicht fertig, Pyjama-Plagegeister. Ihr werdet schon sehen. Warum hat meine Superrettung nicht geklappt? Mach dir keine Sorgen wegen deiner Supermoves, Catboy. Hauptsache, wir gewinnen die Mission. Aber das hier ist meine Chance für die beste Heldenleistung aller Zeiten. Bei meinen Katzenschnurrhaaren, wir haben ihn verloren. Eulenaugen! Da ist er! Jetzt gibt's abgefahrene Heldentaten, Nachtninja! Hey, wo ist der hin? So ein Mist! Ein Klebeklatschernetz! Ein Ausweg gibt es noch! Nach oben! Oh, oh, zugeklebt! Ich erledige das mit meinen Super-Gecko-Muskeln. Warte, Gecko. Ich düse einfach durch dieses Netz. Mit Super-Katzentempo. Bereit für die Rekordbücher. Nein, Catboy, warte! Ja! Ah! Ja! Ihr Pyjama-Plagegeister klebt wie Fliegen in meinem Netz. Das ist größer und böser, als ich es mir je erträumt hätte. Was soll das heißen? Das ist nicht böse genug. Na gut, dann lasse ich mir was noch Böseres einfallen. Die böseste Aktion aller Zeiten. Warum versteckt ihr euch? Das ist nicht lustig. Greg und Amaya würden die nicht einfach liegen lassen. Was ist das? Eine Platine? Da steckt Romeo dahinter. Das ist ein Fall für die PJ Masks. Naja, zumindest für einen von uns. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht bin ich ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Connor wird zu Catboy. Der PJ Masks! Okay, PJ Hauptrechner. Was ist das? Aus einem Roboter? Ich wusste, das war Romeo. Keine Angst, Greg und Amaya. Catboy kommt, um euch zu retten. Wo ist es? Ich muss es irgendwo verloren haben. Hab ich dich. Ich hatte sie sicher in meiner Tasche. Ha? Romeo, was hast du mit meinen Freunden angestellt? Die sind hier. Aber sie arbeiten jetzt für mich. Was? Eulette, Gecko, haut ab von Romeo. Abgelehnt. Wir befolgen nur noch Anweisungen von Romeo. Das ist irgendwie seltsam hier. Hey, hier gibt's nichts zu sehen. Oh, wirklich? Dann werfen wir etwas Licht auf dieses Rätsel. Fellballattacke! Oh. Wie? Du nimmst deinen neuen Roller? Ja, er kann nützlich sein. Das ist ein ganz normaler Roller. Wofür ist dieser Knopf gut? Keine Ahnung. Das ist ein Flugroller. Genial! Wuhu! Vorsicht! Zum Fliegen braucht man viel Übung. Wirklich? Mir kommt's ziemlich einfach vor. Wow! Wow! Seht ihr? Ist ganz einfach. Ich bin richtig gut darin. Ups. Okay, aber sei bloß vorsichtig. Zum Eulengleiter! Logo, ihr nehmt den Eulengleiter, aber folgt mir. Vielleicht lernt ihr noch was von meinen großartigen Flugkünsten. Ja! Juhu! Wow! Wow!
echte Flugkünste. Wow! Sollten wir nicht den Heißluftballon suchen? Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Worauf zeigt er? Eulenaugen. Da, Luna Girl. Ringelndes Reptil. In Zukunft gehe ich lieber zu Fuß. Habt ihr gesehen, wie gut ich hergeflogen bin? Schau gut zu, Eulette. Dann lernst du vielleicht ein paar meiner Tricks. Tricks? Du bist doch fast abgestürzt. Ja, ich bin der Hammer auf diesem heißen Teil, oder? Meine Flüge werden uns eine große Hilfe sein. Deine Flüge? Vergisst du da nicht noch jemanden, der fliegen kann? Kommt schon, Leute. Helft doch beide dem Team mit euren Flugkünsten. Romeo, wir konnten eben doch dein Labor stoppen. Mein geliebtes Labor, ja, ja, ja. Ich habe vielleicht meinen Zug verloren, aber dich habe ich noch, mein geliebtes Labor. Und jetzt bringen wir den Zug zurück. Das wird alle auf dem Jahrmarkt glücklich machen. Nächstes Mal besiege ich euch, Pyjama-Helden. Hä? Er hat sich nicht mal für die Hilfe bedankt. Mach dir keinen Kopf, Gecko. Wir haben den fliegenden Achterbahnzug gerettet. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Ja, los geht's! Es ist gleich soweit! Ich war zwar schon mal auf dem Zug, aber dieses Mal wird's bestimmt noch toll. Ja! Ja! Hey Leute, ihr dürft zuerst. Echt jetzt? Danke, Amaya. Ich warte gern. Viel Spaß dabei. Es geht ziemlich schnell. Mehr Wolken! Mehr Wolken! Super Eulenflügel! Nein, 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 Wasser! So nass! Oh, warum ich? Catboy, warum Regen? Hör auf, dir Sorgen zu machen, ob du trocken bleibst. Stoppen wir Luna Girl nicht vor Sonnenaufgang, wird sie den ganzen Himmel verwolken. Es tut mir leid, ich bin total wasserscheu. Aber du hast recht, ich lasse euch nicht nochmal im Stich. Dann nichts wie los. Oh, Mondkräfte, macht diese Wolke größer und mit mehr Regen. Sie soll Catboy überall hin verfolgen. Ich sehe ihn gern wie ein verschrecktes Kätzchen rumrennen. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Oh, ich schaff's doch nicht! Nicht wegrennen, Catboy! Ich brauch dich, um Luna Girl zu stoppen! Und keine Angst, es sind doch nur ein paar Tropfen! Mondkräfte, verfolgt sie! Wo bist du, Luna Girl? Tu sie runter! Kommst du nicht durch, Luna Girl? Oh, ich glaube doch. Solange du eine dumme kleine Miezekatze bist, die Angst davor hat, nass zu werden, kannst du nichts daran ändern. Und das bedeutet, ich gewinne! Ich gewinne! Wolken? In eine Reihe und umkreist diesen Katzenjammerer. Nein, nein, miau! Ha! Jetzt kann ich zurück und den Tank mit mehr Wolken füllen. Mondkräfte! Und steckt sie in den Tank. Catboy, hilf uns. Ich kann es schaffen. Nass werden ist schlimm, aber noch schlimmer ist es, seine Freunde hängen zu lassen. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Katzentempo. Hey, schöner Kerl. Das ist unsere Chance. Klettere mit deinem super Eidechsengriff die Wand runter und schleich dich ans Labor ran. Das ist bisher unser einfachster Einsatz. Nur noch einen Sprung. Hol dir deine Stimme. Mach endlich! Die Pyjama-Plagegeister. Und schon bin ich weg. Gecko! Oh,
alles okay. Aber warum hast du den Kasten stehen lassen? Er war vor deiner Nase. Das macht nichts. Dann eben nächstes Mal. Warum hat Romeo überhaupt deine Stimme geklaut? PJ Masks! Gecko! Du hast deine Stimme wieder! Miezekätchen und Spatzenhirn, ihr seid nicht besonders schlau. Hey! Das ist nicht sehr nett. Du bist mein Held. Romeo! Oh nein! Gecko hat seine Stimme nicht zurück. Romeo hat sie. Und er benutzt sie auch noch. Zum Katzenflitzer. Ich wette, ihr erwischt mich nicht. Weil ihr nur dumme Gutmenschen seid. Ihr findet doch nicht mal eure eigenen Nasenspitzen. Nicht so wie Romeo. Der ist ein absolutes Genie. Ja, ein Genie. Kein echsenbeiniger, klebfingriger Stinkepups so wie ich. Klebfingriger Stinkepups. Ich bin genial im Erfinden von Beleidigungen. Und wenn Miezekätzchen und Spatzenhirn kommen, um sich Exilans Stimme zu holen, hole ich mir ihre auch. Sobald ich die Stimmen von allen Pyjama-Helden habe, werden sie nie wieder Pläne schmieden können, um mich zu stoppen. Was für ein brillanter Plan. Oh, sehr freundlich von dir. Ich fand ihn auch ziemlich gut. Okay, Gecko. Wir kümmern uns um Romeo. Du kümmerst dich um das Gerät. Ich hab geschnallt, wie es geht. Nein, hast du nicht. Jedes Mal, wenn du hüpfst... Was tust du da, du nerviges Kätzchen? Catboy, lass mich den Sprungdoser benutzen. Ich kann Romeo damit aufhalten. Nein, Gecko. Nur ich. Catboy. Na gut. Wenn ich nicht den Sprungdose haben kann, dann nehme ich eben den Raketenrucksack. Nein, Gecko, sei vorsichtig. Der Raketenrucksack ist sehr gefährlich. Hey! Wow. Ah! Ah! Wow. Wow. Nee, du machst meinen Raketenrucksack kaputt, du eiernde Eidechse! Oh nein, Gecko könnte sich schwer verletzen. Ich hätte ihm den Sprungdoser geben sollen. Catboy, hilf mir! Keine Sorge, Eulette, ich hol dich da raus. Wow, wow! Na endlich! Super Eulenflügel! Der Raketenrucksack ist echt schwer zu... Aha! Ha! Endlich habe ich meinen Raketenrucksack. Nun kann ich die Weltherrschaft übernehmen. Okay, soll ich mit dem Himmelverschleimer anfangen? Oder dem Machotronic? Oh, stimmt, ich wollte den Schneefopuff nehmen. Ich bin überwältigend! Was sollen wir denn jetzt tun? Ich habe eine Idee. Es soll aufhören! Jetzt müssen wir den Mondball zerstören, damit Luna Girl nicht noch jemandem ein Spielzeug stiehlt. Wartet! Zuerst zeige ich euch, was ich Tolles kann. Hey! Hör auf damit! Violette, bitte schieß den Ball zu mir. Ja, gleich. Aber erst schaut zu. Tor! Ich hab's geschafft! Nein! Ah! Mondball! Das Spatzenhirn wurde eingesaugt. Hilfe! Haha, ich habe ein Vögelchen gefangen. Mondmagnet wirbelt das Vögelchen schön herum. Ach, hätte ich doch nur den Ball zu Catboy geschossen. Hüpf, hüpf, kleines Vögelchen. Super Katzensprung. Was? Jetzt, Gecko! Das wird schon wieder...
wieder werden, Eulette. Wir sind bei dir. Catboy, Gecko? Tut mir so leid. Ich wollte doch nur zeigen, wie gut ich im Fußball bin. Aber das wussten wir doch schon längst, Eulette. Würdest du den Ball passen, wärst du noch besser. Richtig. Es ist ein Teamsport und ein Team sind auch wir. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Wir müssen Eulette aus dem Mondball rausholen. Wir könnten ihn platzen lassen. Mit etwas, naja, großen und spitzen. Wie wär's mit dem Fahnenmast vor dem Museum? Gecko, du rollst den Ball. Catboy, du gehst voraus und führst ihn. Pyjama-Plagegeister, wo seid ihr bloß? Schlitternde Schlange. Bald hat dieser Schurke nichts mehr zu lachen. Katzenohr. Ich höre etwas. In die Richtung. Hey, diese Stimmen kenne ich doch. Noch wisst ihr es nicht, ich sag's euch gleich. Ninjalinos, die sind stark und dreist. Nacht-Ninja. Seine Ninjalinos haben alte Sportgeräte. Ja, hallöchen, Pyjama-Helden. Gib die Sportsachen zurück, Nacht-Ninja. Die brauchen die Tag-Kinder. Oh nein, ich brauch sie. Für meine Super-Ninjalinos. Sie werden damit stärker und stärker. Bald kann ich ihnen meine fantastischen Ninja-Moves beibringen. Sie werden niemals so stark sein wie ich. Los, retten wir unseren Sporttag. Das übernehme ich, Leute. Ringelndes Reptil, gib mir das Fahrrad zurück. Die Tagkinder brauchen es. Aufhören! Au! Wow, die Ninjalinos sind echt stark geworden. Ja, bald können sie im Training gegen mich antreten. Bald, hab ich gesagt. Jetzt erstmal zum nächsten Trainingsparcours. Umblättern. Guter Versuch, Gecko. Aber wir brauchen einen Plan für uns alle drei. Nein, die Ninjalinos sind winzig. Ich bin mir sicher, dass ich stärker bin als sie. Na los! Wie wäre es mit einem Dino-Ritt nach Gecko-Art? Du tollpatschige Eidechse! Lass mich runter! Und jetzt Landeanflug! Wow! Puh, geschafft! Gute Arbeit, Pyjama-Helden! Eulette? Du schlägst gar nicht ein. Bei uns ist alles gut, oder? Nur weil wir Romeo besiegt haben, ändert das nichts dran, dass du mich vorhin erschreckt hast. Nein, aber ich habe mich doch entschuldigt. Und so gruselig war es doch gar nicht. War es doch. Okay, aber können wir uns nicht wieder vertragen? Tut mir leid. Nein. Warte, Eulette, bitte. Zu fliegen. Ist mir egal. Ich will mich mit Eulette wieder vertragen. Wow! Mein Flugsaurier! Hol ich mir meinen Flugsaurier zurück und das fliegende Miezekätzchen schnapp ich mir auch noch. Halte durch, Catboy, ich hol Hilfe. Eulette! 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 Hilfe! Ich kann auch euer Anführer sein. Also los! Oh, das ist eine Katastrophe! Vielleicht sollte ich dieses Mal fahren.
Keine Sorge, Catboy, du wirst wieder normal werden. Aber wir brauchen einen Plan. Ich habe einen Plan. Wir rasen um Nachtninja und Romeo herum, bis ihnen schwindelig ist. Dann springe ich schnell raus und schnapp mir den Schrumpfer. Naja, der Schrumpfer ist echt groß. Und du bist echt klein. Das wird schon wieder. Nur weil ich kleiner bin, bedeutet das nicht, dass wir alles anders machen müssen. Los jetzt! Was meint ihr mit, sie sind entkommen? Also, wo sind die Pyjama-Helden? Jetzt soll den Schurken schwindelig werden. Was? Geh mir aus dem Weg, du schwindliger Ninja! Wie nennst du hier schwindlig, du strampelnder Clown? Woohoo, ja! Hey! Woohoo, der großartige Catboy surft auf dem Schrumpfer! Auch wenn ich klein bin, wir haben es geschafft! Wow!